Willkommen zu den Neuigkeiten für Gera und Umgebung. Mein Name ist Sophie und das sind die Top-Themen. Pressekonferenz zum diesjährigen Köcheball. Stammtisch des Studentenfördervereins. Studentenrat diskutiert über neues Gebäude. Campus Ruthenäum. Ramon Miller übernimmt Amt als Campusbeauftragter. Austragungsort des diesjährigen Köcheballs am 16. März ist die Rieger Showbühne in Gera. Zur Pressekonferenz erfuhren wir schmackhafte Details über das bevorstehende Event. Tanzen und genießen. Unter diesem Motto steht der 11. Köcheball in der Vereinsgeschichte des regionalen Köcheclubs Gera e.V. Die Schirmherrschaft übernimmt die Oberbürgermeisterin der Stadt Gera, Dr. Viola Hahn. Die Gäste erwartet neben einem Buffet eine Austern- und Sektbar, Kaffeespezialitäten und eine Cocktailbar. Nach reichhaltigen kulinarischen Genüssen lädt die Partyband Great Jokers zum Tanzen ein. Im gastronomischen Wettbewerb um den Wanderpokal und Medaillen werden wieder zahlreiche Schauplatten gestaltet. Können sich noch Gaststätten anmelden für die Plattenschau. Es gibt kein Endanmeldedatum dieses Jahr. Also bis zum 15. März können im Prinzip Gaststätten, Restaurants, Hotels sich für unsere Plattenschau noch anmelden und können ihr Ausstellungsstück hier gerne noch präsentieren. Geras Partnerstadt Arnhem wird mit Spezialitäten aus ihrer Heimat die Gäste verwöhnen. Die Studentenzahl an der SRH Fachhochschule für Gesundheit wächst ständig. Zum obligatorischen Stammtisch des Studentenfördervereins diskutierte der Studentenrat der Fachhochschule über die Notwendigkeit eines neuen Gebäudes, um optimale Lernbedingungen zu schaffen. Ein wichtiges Anliegen des Studentenfördervereins ist ein neues Gebäude. Denn die über 500 eingeschriebenen Studenten brauchen Platz. Und künftig soll das Stadtbild mit mehr Studenten gefüllt werden. Zwar sind einige Optionen offen, wie zum Beispiel die ehemalige Bundesbankzentrale oder das Telekom-Gebäude im Gewerbegebiet Tins. Doch in dieser Angelegenheit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Des Weiteren wurde über Pläne für ein Studentenwohnheim im Steinweg diskutiert, die aber auch nicht umsetzbar sind, da das benötigte Geld fehlt. Auch das Thema Studentenclub wurde angesprochen. Obwohl es diesen seit Jahren in der Turnhalle gibt, hat sich dieser als gemeinsamer Treff für Studenten der BA und der SRH Fachhochschule nicht etabliert. Baudezernent Ramon Miller ist von der Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn als Campusbeauftragter betraut worden. Der Beigeordnete wird Ansprechpartner für Bürgerfragen zu diesem zentralen Vorhaben sein. Am Standort Johannesplatz, Burgstraße, soll der Campus für das Goethe-Gymnasium Ruthenäum seit 1608 entstehen. Dazu zählen die Sanierung und der Umbau des ehemaligen russischen Regierungsgebäudes und die Errichtung eines Funktionalneubaus. Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn besuchte zusammen mit Christian Karius, Thüringer Minister für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, das Gymnasium und warb für das zentrale Schulbauvorhaben. Zeitgemäße Lern- und Lehrbedingungen an den Gärerer Schulen zu schaffen, das sei weiterhin von höchster Priorität in der Stadt, betonte die Rathauschefin. Am 13. März trifft sich die AG Bürgerhaushalt um 17 Uhr im Rathausraum 118 zu einer öffentlichen Beratung. Auf den Wunsch einiger Mitglieder soll ein Fragenkatalog erarbeitet werden, der das Beteiligungsverfahren und das Regelwerk erklärt. Dieser soll veröffentlicht werden und Bürgerinnen und Bürgern den Einstieg in die Arbeitsgruppe erleichtern. Der NABU Thüringen meldet die ersten Kraniche über Thüringen. Vogelfreunde konnten schon die ersten Schwärme der laut trompetenden und bis zu 70 Stundenkilometer schnellen Glücksvögel beobachten. Dabei sollte man aufpassen, dass man Kraniche nicht mit Gänsen verwechselt. Beide fliegen in einer sogenannten Keilform. Dennoch ist der Kranich etwas größer als die Wildgans und die Flügel wirken eher eckig und sie haben sehr lange Federn an den Flügelenden. Außerdem hat der Kranich sehr lange Beine, die im Gegensatz zu denen der Gänse weit über die Schwanzfedern hinausragen. Viel Spaß beim Beobachten! Die Suchtberatungsstelle Gera der Diakonie Ostthüringen hat eine Broschüre über die Modedroge Crystal herausgegeben. Der Leser findet auf 22 Seiten alle Infos zur Substanz, Wirkung, Abhängigkeitsrisiko, Symptome der Abhängigkeit, zum Ausstieg und vieles mehr. Die Broschüre erhalten Sie in der Suchtberatungsstelle Gera. Der Post-SV Gera musste am Wochenende einige Niederlagen einstecken. Dies und viele weitere Ergebnisse hat Lea für Sie.
Willkommen zu den aktuellen Sportnachrichten. Die Elsterhexen vom TSV 1880 können eben wohl doch nicht zaubern. Beim HSC Magdeburg gelang den Gärerer Handballfrauen zuletzt nur ein Unentschieden. Jetzt braucht das Team um Trainer Volker Rother als starke Unterstützung von den Fans, weil in den anstehenden Heimspielen treffen sie auf Kontrahenten, gegen die sie zu Hause möglich gewinnen sollten, um den sportlichen Abstieg zu vermeiden. Am 9. März erwarten die Elsterhexen um 16 Uhr in der Pandorfhalle den SV Coweg Görlitz. Bist du mit dem einen Pünktchen zufrieden? Am Ende schon. Eigentlich wollten wir 2 Punkte haben, am Ende mussten wir mit dem einen Punkt zufrieden sein. Am Anfang hat Magdeburg das Spiel gemacht. Wir kamen dann über eine bessere Deckungsarbeit auch gut ins Spiel, führten mit 7-5. Und genau in dieser Phase hätten wir eigentlich schon den Sack zubinden können. Aber zahlreiche freie Würfe, die vergeben wurden, führten dazu, dass wir uns nicht absetzen konnten. Das 11-10 kurz vor der Halbzeit war die letzte Führung für uns und mit einem 12-12 ging es dann in die Halbzeitpause. Es war ein Spiel auf Messerschneide. 3 Minuten vor Schluss lagen wir noch mit 3 Toren zurück. Zum Glück war es dann Stefanie Stolle, die mit einem Hüftwurf 30 Sekunden vor Schluss das Unentschieden geschafft hat. Wie hast du Görlitz vom ersten Spiel, also vom Auswärtsspiel in Erinnerung? Das war ja relativ knapp. Ja, es war schon überraschend knapp, muss ich sagen. Es war ein gutes Spiel, es war auch sehr vom Kampf geprägt. Wir haben eine offensive Abwehr gespielt, womit, glaube ich, der Gegner auch nicht gerechnet hat. Zum Ende hin haben halt leider dann die Kräfte gefehlt und mussten uns dann mit 4 Toren geschlagen geben. Görlitz ist als Aufsteiger in die Mitteldeutsche Oberliga gekommen. Sie waren Sachsenmeister, haben Nägel mit Köpfen gemacht, haben die Mannschaft verstärkt mit 4 polnischen Spielerinnen, die schon Erstliga-Erfahrung haben. Aber das Gesicht der Mannschaft prägt die Marcella Kott, ehemalige Nationalspielerin Polens, die im Schnitt auf 9 Tore pro Spiel kommt. Wir brauchen viele Zuschauer. Die kriegen hübsche Mädels, die kriegen Kampf, die kriegen gute Handball auf jeden Fall. Und ich hoffe mal Punkte auch. Hört ihr denn eigentlich die Zuschauer? Treiben die euch wirklich an oder kriegt ihr das im Spiel gar nicht mit? Doch, das kriegen, das zählt. Kommt einfach rum, habt Spaß, schaut euch das mal an. Vielleicht können wir sagen, ja, die Elsterhexen, die zaubern uns da ein Lächeln ins Gesicht und das wird super und wir kommen immer und immer wieder. Wir würden uns sehr, sehr freuen auf jeden Fall. Wir müssen gut spielen, kämpfen und dann brauchen wir auch ein bisschen Glück. Die Wochen mit 2 schweren Auswärtsaufgaben für das Postteam haben begonnen und die Jungs mussten sich dem ungeschlagenen Tabellenführer erst zum Ende der Partie deutlich geschlagen geben. Das Spiel begann wieder mal mit der Dominanz der Abwehrreihen, sodass es nach 17 Minuten erst 7-5 stand. Die Postjungs hielten gut mit, konnten aber vorne ihre Chancen nicht hundertprozentig nutzen. Bis zur Halbzeit fielen dann noch ein paar Tore und es ging mit einem Minus von 3 Toren in die Halbzeit. Stand 14-11. Nach der Halbzeit konnten die Postler nicht an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen, sodass der Tabellenführer nach 46 Minuten nun mit 25-16 führte und das Spiel somit entschieden war. Den Postlern gelangen nicht mehr die einfachen Tore und das Spiel endete mit 34-22, zu deutlich nach der doch guten ersten Halbzeit der Postjungs. Nächste Woche dann das 3. Auswärtsspiel in Folge. Diesmal muss man zum Tabellendritten, dem VfB TM Mühlhausen. Jetzt geht es weiter mit Sophie. Danke, Lea. Welche Veranstaltungen Sie nicht verpassen sollten, erfahren Sie jetzt von Janine. Willkommen zu den Veranstaltungstipps. Im Schnitt entsteht aus den einzelnen Aufnahmen der fertige Film. Was früher mit Schere und Kleber geschah, wird heute mit modernen Schnittprogrammen am Computer gemacht. Im Gärer Bürgerfernsehen können Nutzerinnen und Nutzer ihr Videomaterial mit der Software Avid Media Composer bearbeiten. Der Kurs vermittelt in den ersten Schritten die grundlegenden Funktionen. Wie legt man ein Projekt an? Wie kommt das Material von Band oder der SD-Karte in den Rechner? Wie schneidet man das Rohmaterial? Welche Schnittmöglichkeiten und Überblendungen bietet das Programm? Wie bearbeite ich den Ton? Und wie bekomme ich meinen Film in einer sendefähigen Qualität aus dem Rechner? Das alles erfahren Sie während des 2-tägigen Workshops am 15. März 17 bis 20 Uhr und am 16. März von 10 bis 16 Uhr.
Der Kamin in der Diele im Haus Schulenburg wurde wieder aufgebaut. Dieser soll nun ab und an zu Veranstaltungen angefeuert werden. Bewundern kann man den Kamin natürlich im Zusammenhang mit der derzeitigen Ausstellung zum Van de Velde-Jahr mit dem Titel Henry van de Velde – Buchgestaltung, Publikationen, Entwürfe, Möbel. Am 16. März wird die nächste Ausstellung eröffnet zur Baugeschichte und Rekonstruktion des Hauses. Sonderführungen finden am 17. März bis 31. Oktober 2013 jeden Sonntag und feiertags von 14 bis 15 Uhr und nach persönlicher Absprache statt. Weitere Informationen und Öffnungszeiten finden Sie unter www.haus-schulenburg-gera.de. Im Zeitraum vom 9. bis 15. März findet die 21. Thüringer Gesundheitswoche statt. Das SRH-Waldklinikum Gera beteiligt sich mit zwei Veranstaltungen daran. Besonders interessant könnte das Thema Akupunktur in der Schwangerschaft für werdende Mütter sein. Dr. Sebastian Kehlstein entwarf hierfür einen Weiterbildungskurs für Geburtshelfer. Zweiter Schwerpunkt der Woche sind die Themen Burnout und Depressionen. Am 13. März wird eine Telefonleitung zu dem Chefarzt der Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Thomas Jochum geschaltet sein. Das waren die Veranstaltungstipps für diese Woche. Damit gebe ich zurück an Sophie. Danke, Janine. Jetzt hat Florian die Wetteraussichten für Sie. Hallo und herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für die kommenden Tage. Seit dem Monatswechsel taut der Schnee und auch die letzten Schneeflecke und Eiszapfen werden bald verschwunden sein, denn die Temperaturen steigen wieder etwas an. Am Donnerstag ist es tagsüber teils sonnig, teils wolkig. Bei einem schwachen südöstlichen Wind erreichen wir Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Werte auf 3 bis 1 Grad, der Himmel ist stark bewölkt und vereinzelt kann es zu Regenschauern kommen. Am Tag ist es vorwiegend bewölkt und es kann gelegentlich regnen. Bei einem schwachen bis mäßigen Ostwind liegen die Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad. Am Wochenende ist der Himmel stark bewölkt bis bedeckt. Bei gelegentlichen Regenfällen erreichen wir Temperaturen von 0 bis 4 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Osten. Ja, und stark bewölkt ist es auch am Wochenanfang. Stellenweise kann es auch hier zu Regenfällen kommen. Dabei liegen die Werte zwischen 0 und 4 Grad. Und der Wind weht schwach aus östlicher bis südöstlicher Richtung. In den Nächten kühlt es sich auf 0 bis minus 5 Grad ab. Trotzdem wird der Frühling nun bald Einzug halten. Und damit gebe ich zurück an Sophie. Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Florian. Und das waren auch schon wieder die Neuigkeiten. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.